Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Samstagmorgen und wir haben dieses Wochenende Ausbildungswochenende Astrologie. Es geht um die intellektuellen Fähigkeiten und die geistigen Fähigkeiten. Also das ganze Wochenende beschäftigen wir uns mit dem Merkur und dem Jupiter. Merkur ist ja zugeordnet Zwillinge und Merkur ist auch zugeordnet der Jungfrau. Dem organisatorischen Prinzip. Zwillinge, das ist mehr dieses Denken, Kontakt machen, Intelligenz, diese Wendigkeit, diese Luftigkeit, wohingegen die Jungfrau auf den Boden der Vernunft kommt und das Praktische und Pragmatische betont. Und dann kommt der große Jupiter mit dem Tierkreiszeichen Schütze. Und da geht es um die großen geistigen Zusammenhänge, den Sinn hinter dem Ganzen, die Philosophie, das Verstehen, die Fragen nach dem Sinn des Lebens, die Fragen nach dem, was das Ganze hier überhaupt soll. Interessanterweise, seit gestern haben wir eine extreme Sturmwarnung hier in Nordrhein-Westfalen, unter anderem eben auch in Köln. Und ich kriegte gestern auch einen Anruf von einer Teilnehmerin heute und habe jetzt schon verschiedene Ideen, wie wir damit umgehen, denn es wird am Sonntag wohl so sein, dass es tatsächlich gefährlich ist. Und da meine Teilnehmerinnen nicht alle aus Köln selbst kommen und mit dem Auto unterwegs sind, wäre das gefährlich. Also, interessant, ne? Wir beschäftigen uns mit Merkur, mit dem Zwillingsmerkur, der als erstes heute, der ja auch der Luft zugeordnet ist. Es ist ein Luftzeichen und Wind und Orkan ist sehr viel Luft, gepaart mit sehr viel Energie. Also das ist eine unglaubliche Kraft, wenn der Orkan tobt. Also ich habe gerade gelesen, dass der Zoo geschlossen wird, die Flora geschlossen wird, dass die Parkanlagen geschlossen werden am Sonntag, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag das Unwetter den Höhepunkt erreichen wird. Es gibt 3 Tage, Sonntag, Montag und teilweise wohl auch noch Dienstag, wo der Bär los ist. Sagen wir mal, die Winde wehen, der Sturm, der Orkan wird übers Land fegen. Dann zieht er wieder weiter nach Süden. Und was macht das psychisch, geistig und überhaupt? Also es zwingt zur Flexibilität, zu anderen Ideen. Es ist alles die Welt des Geistes. Ja? Also Zwillinge ist auch Flexibilität. Ja, wenn es nicht so geht, dann machen wir es so. Praktisch auch die Jungfrau. Und ich hatte jetzt erstmal eine Idee, wie wir halt heute mehr arbeiten und morgen früher aufhören. Und ich habe jetzt inzwischen noch in petto eine zweite Idee, dass wir den Sonntag überhaupt komplett verschieben und auf einen anderen Tag legen. Und das hat aber bei mir was gebraucht. Also ich war gestern erstmal geschockt und wollte das alles nicht, weil was habe ich? Ich habe fixe Zeichen. Ich bin ein Stier. Ein Stier, Stiersonne. Und ich bin ein Skorpion-Aszendent. Beides fixe Zeichen, die sich nicht so schnell bewegen wollen. Ich habe auch einen Mangel an Luft in meinem Horoskop. Also musste ich ein bisschen über meinen Schatten springen, um mich entsprechend zu verhalten. Das habe ich jetzt geschafft bis heute Morgen. Heute Morgen bin ich auch so weit, dass ich sagen würde, lasst uns den Sonntag komplett verschieben. Ich bin jetzt gespannt. Die Gruppe wird gleich kommen. Um 10 geht es nämlich los. Und ich bin gespannt, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Also das zum Thema Luft oder auch eben Erde von Stier, was ein schweres, langsames, festhaltendes Zeichen ist. Und Skorpion ist sowieso festhaltend und fixiert und will nicht von seinen Vorsätzen abgehen. Ja, so zwingt mich die Luft, über meinen Schatten zu springen. Wie geht's euch mit dem sturen, festen und der Flexibilität? Liebe Grüße an euch alle, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und melde mich wieder, eure Anita Ferraris. Tschüss.